Die Finanzsituation unserer Stadt ist nicht erst seit der Corona-Krise kritisch. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren zeigt in eine falsche Richtung. Trotz ständig steigender Steuereinnahmen, auch wenn diese im Gewerbesteuerbereich in Paderborn deutlich geringer ausgefallen sind als in anderen Städten, haben wir gleichzeitig auch mit immer größeren Ausgaben zu kämpfen. In Bezug auf die Stadtverwaltung haben wir immer die Position vertreten, dass diese vor allem günstiger und kleiner gebaut werden muss. Dass dies möglich wäre, haben die letzten Monate eindrucksvoll bewiesen. Es gibt aber eine demokratische Entscheidung, dieses Projekt in dieser Form umzusetzen, und dann sollte dies auch zeitnah geschehen. Trotz der angespannten Finanzsituation halten wir an unserer Forderung fest, die Grund- und Gewerbesteuer nicht zu erhöhen. Vielmehr setzen wir uns dafür ein, dass wir Handlungsspielräume erarbeiten, um diese perspektivisch auch wieder senken zu können. Eine vorrangige Vergabe öffentlicher Aufträge an lokale und regionale Unternehmen unterstützen wir ausdrücklich, wo immer dies rechtlich möglich ist. Die Attraktivität unserer Innenstadt hängt von zwei Faktoren ab: dem Angebot und der Erreichbarkeit. Und gerade bei letzterem haben wir in Paderborn einen erheblichen Nachholbedarf. Die Freien Demokraten haben in der Vergangenheit immer wieder Initiativen gestartet, die allerdings nicht die entsprechende Mehrheit im Rat gefunden haben. Ein funktionierendes Mobilitätskonzept muss den Rahmen für attraktive und unterschiedliche Angebote schaffen. Es darf aber auch nicht die Augen vor der Realität verschließen. Eine strukturelle Benachteiligung des Autos hilft weder unserer Innenstadt noch den dort ansässigen Unternehmen. Vielmehr müssen wir darauf hinarbeiten, alle Verkehre gleichermaßen zu beschleunigen. Hier liegt aus meiner Sicht die Lösung in dem Einsatz neuer Technologien. Zur Förderung des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie haben wir zu Beginn der Corona-Krise ein umfangreiches Maßnahmenpaket in den Rat eingebracht. Dieses sah unter anderem auch vor, dass die Stadt sich bei der Errichtung oder Einrichtung eines digitalen Marketplace Paderborn engagiert. Leider wurden unsere Vorschläge im Rat abgelehnt, erfreulicherweise aber ein Großteil dieser Vorschläge im Nachgang durch Dringlichkeitsbeschlüsse des Bürgermeisters oder Verwaltungsvorlagen umgesetzt. Die Institution Hochschule ist aus meiner Sicht sehr gut in die Stadtgesellschaft integriert und zentraler Bestandteil unserer Stadt. Anders sieht das meiner Meinung nach allerdings bei den Studierenden aus. Dies hat unterschiedliche Gründe, liegt aber sicherlich auch in einer gewissen Unattraktivität unserer Stadt für junge Menschen. Paderborn braucht ein zentrales Ausgehviertel und wir brauchen Raum für junge, innovative Kultur. Paderborn braucht aber auch Innovation und zukunftsfähige Arbeitgeber, damit junge Menschen hier in unserer Stadt eine Perspektive haben. Wirtschaft muss Chefsache sein, nicht nur zu Corona- und Wahlkampfzeiten. Wir brauchen neue Gewerbegebiete und Industrieflächen und gerade jetzt eine Verwaltung, die vor allem Dienstleister und Ermöglicher ist. Wir benötigen private Investitionen und sollten sie, wo immer irgend möglich und vertretbar, ermöglichen. Das viel zu starre Einzelhandels- und Zentrenkonzept muss aus meiner Sicht daher dringend entfesselt werden. Mit dem digitalen Gewerbeamt sind wir in NRW auf einem guten Weg, um unnötige Bürokratie abzubauen. Diesen Kurs unterstütze ich ausdrücklich und werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass all das, was digital möglich ist, auch digital umgesetzt wird. Jeder Mensch, der in unserer Stadt wirtschaftlich tätig werden möchte und Arbeitsplätze schafft, sollte die maximale Dienstleistungsfähigkeit unserer Verwaltung erleben können. Wir dürfen aber auch die bestehenden Unternehmen nicht aus dem Blick nehmen. Wir setzen uns seit vielen Jahren dafür ein, dass Unternehmen unbürokratische Möglichkeiten zur Erweiterung, zum Umbau oder zur Anpassung ihrer Geschäftsräume erhalten. Leider werden notwendige private Investitionen regelmäßig durch das Einzelhandels- und Zentrenkonzept ausgebremst. Der Fall Lampen-Nixdorf vor einigen Jahren ist dabei ein gutes Beispiel für eine völlig fehlgeleitete Ordnungspolitik.